Wollen wir gleich spielen hier? Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Bist du der, der kürzlich mit Herrn Carpon gewürfelt hat? Das war ein Fest. Er mag zwar blaues Blut haben, aber er würfelt so schlecht, wie ich Lateinisch spreche. Da hast du mit Sicherheit recht. Hör mal, hast du zufällig noch die Kette, die du von ihm gewonnen hast? Leider nicht. Ein fremder Edelmann kam hier durch und wir haben gespielt. Die Würfel waren nur ihm hold. Hätte fast mein letztes Hemd verloren. Er hat jetzt die Kette. Weißt du, wohin dieser Edelmann wollte? Er hat hier vergebens auf jemanden gewartet und ist gegen Mittag dann weitergeritten. Er meinte, er wolle in der Nähe der Brücke über die Sasau Rast machen. Stimmt, wie vor dem Lager der Köhler. Wenn du Glück hast, holst du ihn dort noch ein. Es gibt nicht viele gute Plätze zum Lagern entlang des Flusses. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Ein edler, gut gekleideter Herr mit Pferd. Hatte viel zu erzählen. Scheint schon viel rumgekommen zu sein. Und seine Würfel sahen interessant aus. Du sagtest, sie waren ihm hold. Yep, wundert mich nicht. Es waren ganz besondere. Richtig geglänzt haben die. Mehr muss ich nicht wissen. Alles Gute. Richtung Sasau. Okay. Map, 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 map. Map, bitte map. Ah. Tote. Ups, oh. Popschutz. Das war mein Popschutz. So, Mikrofon ein bisschen höher schieben. Ladebildschirm. So, Map. Marker setzen. Ja. Ein Ross. Ja. 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 So. Ja. Wen hat er denn da gewartet? So, hier unten lang reiten. Ja. Da ist der Fluss. Da waren wir ja letztes Mal. Oh. Wonach suchst du? Ich fürchte, mein Freund hier kann dir nicht helfen. Dein Freund? Ach, tut mir wirklich leid. Ich will nicht pietätlos sein, aber ich hoffte, etwas von ihm zu bekommen. Die Kette meines Herrn, eine Würfeltrophäe. Deines Herrn? Und wer ist das? Mein Lehnsherr ist Herr Ratzig Kobilla von Skalitz. Und ich bin Heinrich. Derzeit helfe ich Herrn Hans Carpon mit einem
privaten Problem. Große Namen hier in der Gegend. Ich bin Herr Anselm von Domki, im Dienste von... Ach, das spielt keine Rolle. Vielleicht kann ich dir... Nein, ich möchte dich um Hilfe bitten. Ich höre. Ich helfe dir, wenn du mir sagst, was du weißt. Werde ich. Und es wird dir mit der Kette gewiss weiterhelfen. Es ist so. Die Schuld trage ich. Unterwegs zu Herrn Alfons wurde ich aufgehalten und als ich hier ankam, fand ich ihn so vor. Gott sei seiner Seele gnädig. Amen, Junge. Ich war untröstlich und so wütend, dass ich mir fluchend die Haare ausriss. Herr Alfons war mein Freund und es schmerzt mich zu wissen, dass er nur wegen mir hier war. Ich hatte ihn darum gebeten, mit gewissen Leuten zu verhandeln und er hatte eingewilligt. Das ist nun die Konsequenz. Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, sah ich mich um und stieß auf einige Spuren. Ich folgte ihnen bis zum Lager eben jener Schurken, mit denen Herr Alfons verhandeln sollte. Man kann wirklich niemandem mehr trauen. Bei dem ihnen sogar die Schuhe geklaut. Helfen? Gib dich als Herr Alfons aus, gelange ins Lager der Schurken und finde den verfluchten Mörder. Dann wirst du auch das finden, wonach du suchst. Das ergibt doch keinen Sinn. Der Mörder von Herrn Alfons weiß doch, wie er aussah. Nein, nein. Sie haben ihn nie zuvor gesehen. Und deswegen hat sein Mörder ihn wohl für einen Händler gehalten. Sicher, dass Sie ihn nicht kennen? Ja, er bewegte sich in gänzlich anderen Kreisen, unter redlichen Leuten. Genau deswegen bat ich ihn um Hilfe. Es wäre also das Beste, wenn du dich als Herr Alfons vorstellst, dort herumschnüffelst und zu mir zurückkommst, sobald du etwas herausfinden konntest. Wäre es nicht besser, du würdest das selbst machen? Schließlich weiß ich nichts über Herrn Alfons. Die durchschauen mich doch. Ich würde es ja machen, aber sie kennen mich. Und wir sind nicht gut, aufeinander zu sprechen. Sie würden mich wohl sofort töten. Dann wären wir beide tot und diese Bastarde kämen ungestraft davon. Ich hoffe, mir blüht nicht eben dieses Schicksal. Auf was muss ich achten? Was muss ich tun, damit mich die Banditen auch wirklich für Herrn Alfons halten? Wichtig ist, dass du wie ein Edelmann wirkst, nicht wie ein gewöhnlicher Bauer. Ich meine, gemeiner. Kleide dich so, ohne Lumpen und rostiges Eisen. Und wie soll ich den Mörder von Herrn Alfons finden? Hör dich um. Es wird zwar niemand zugeben, ihn im Schlaf erstochen zu haben, aber vielleicht erfährst du etwas. Und du könntest dich nach der Kette umsehen. Da fällt mir ein, sie haben auch andere Wertsachen erbeutet. Klingt ein bisschen vage. Woher weiß ich, was ihm gehörte? Hatte er etwas Einzigartiges? Siegelring? Kette oder... Nein, nicht, dass ich... Ah, doch, hatte er. Würfel. Sie wurden eigens für ihn in Prag gefertigt. Sein ganzer Stolz waren sie. Sie sind rot und golden und sie glänzen. Die übersieht man nicht so leicht. Okay. Was kannst du mir über Herrn Alfons sagen? Falls Sie Fragen stellen, will ich nicht gleich auffliegen. Natürlich. Ein paar Details sollten reichen. Er stammt aus Schlan, verbrachte aber die letzten Jahre in Prag. Er beriet die Menschen und das sehr gut. Er half ihnen bei Problemen aller Art. Klingt nach einem Mann von Welt. Und ich war noch nie in Prag. Ich weiß nicht, ob ich sie täuschen kann. Du kannst ja das Thema wechseln. Er hat sehr gerne gewürfelt. Gott vergib's ihm. Und er stand einige Zeit in Diensten von Prokop von Luxemburg in Mähren. Aber das ist lange her. Was weißt du über die Briganten im Lager? Das sind keine dahergelaufenen Banditen. Wir reden hier von einem Räuberbaron. Herr Erhard, Baron von Bilowetz, mit einigen seiner Vasallen und Gemeinen. Sie kamen, weil sie dachten, hier vielleicht eher ihre Köpfe behalten zu können. Bitte doch einen der hiesigen Herren um Hilfe. Der Sasauer Kustos gibt dir bestimmt ein paar seiner Männer. Allzu gerne würde ich dieses Pack baumeln sehen. Nur leider würde das meinem Auftrag zuwiderlaufen. Und was den Kustos betrifft, so bin ich mir sicher, dass Herr Sebastian es mit Erhard hält. Oh. Was war der Inhalt der geplanten Verhandlungen? Ich muss das wissen. Hör zu, Heinrich. Vergiss das mit den Verhandlungen besser. Finde den Mörder, hol dir die Kette und ich kümmere mich um den Rest. Die Verhandlungen lassen sich kaum vermeiden. Schließlich waren sie der Grund für seine Reise. Wohl wahr.
Herr Alphons sollte Erhard dazu bringen, seine Streifzüge gen Benneschau zu verlagern, um vornehmlich Handelskarren mit dem Ziel Prag auszurauben. Im Gegenzug winkten dem Räuberbaron bis zu 12.000 Groschen und Straffreiheit in Pilgrams. Aha. Dein Auftraggeber ist also aus Pilgrams? Nein, nicht aus Pilgrams, nicht aus Benneschau und auch nicht aus Vlaschim. Das ist alles kompliziert. Verfluchte Politik. Okay. Ja, das ist Politik. Für wahr. Das klingt nach einer vertrackten Angelegenheit. Und, wirst du mir dabei helfen? Ich helfe dir. Ich muss mich dort ohnehin nach der Kette umsehen. Und das ist eine gute Möglichkeit. Hab Dank, tausend Dank. Und lass dich um Gottes Willen nicht erwischen. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn noch jemand wegen mir sterben muss. Sollte es brenzlig werden, such das weiter. Ich werd's mir merken. Spiel gespeichert. C. Map. Oder lange Fische. Suche den Tatort. Fisch. Fisch. Er scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vielleicht hat er geschlafen. Ihm wurde alles geraubt. Sein Geld, sein Schmuck, sogar seine Stiefel. Hier hat jemand nach etwas gesucht. Ging es um so viel Beute wie möglich? Oder vielleicht um etwas ganz Bestimmtes? Ein Sattel. Würde ich gerne mitnehmen. Könnte es sein, dass hier jemand etwas loswerden wollte? Okay. Sieht so aus, als sei jemand mit dem Pferd des Adligen hier entlang. Patschi? Lager. Kühler, ne? Ja. Willkommen, Heinrich. Kühler? Wer ist denn hier der Hauptkühler? Hat denn hier eine rote Mütze auf? Bei euch? Wo? Oh. Oh, hier der Obermacker? Sieht so komisch aus. Ja. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Kohle brauche ich nicht. Map. Gehen wir hier den Weg weiter lang. Wir müssen edel aussehen. Nicht elend, sondern wie ein Reisender in Welt. Ja.
Ja. Ja. Weit. Bürsche. So, ich dachte, das wäre hier ein Lager. Das ist eine Hütte.